Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie zu meiner Sprechstunde heute über Augenschnupfen. Sie werden sich gewundert haben, warum das in Anführungszeichen steht. Es ist eine Wortschöpfung von mir. Mit dem Begriff Augenschnupfen schreibe ich eine Augenreizung, die eben nicht ansteckend ist, im Gegensatz zur eitrigen Bindehautentzündung. Und doch ist der Augenschnupfen ein häufiger Grund, wegen dem Kinder nach Hause geschickt werden oder nicht in eine Kita oder in einen Kindergarten gehen dürfen. Ich erkläre Ihnen kurz, was dahinter steckt. Und zwar handelt es sich um eine Mitreaktion des Auges, meistens bei einem Schnupfen, deshalb Augenschnupfen. Es gibt dieses Phänomen aber auch bei Babys und da gibt es dann den Begriff der Augenzähne. Wenn im Oberkiefer die Zähne kommen, und zwar die größeren Zähne, also die Backenzähne und die Eckzähne, dann kann man das öfters beobachten, dass die Augen der Babys während dieser Zeit etwas mehr Tränen, glasiger sind, auch manchmal etwas gerötet sind. Und vor allem morgens oder auch nach dem Nachmittagsschlaf so vermehrt den Sandmann in den Augen haben oder manchmal so eine schmierige Sekretion im Auge haben, aber eben nur, nachdem sie geschlafen haben. Das ist das Phänomen des Augenschnupfens, die Mitreaktion der Augen bei, zum Beispiel beim Zahnen und bei einem Virusinfekt, wie bei einem Schnupfen. Die Verbindung zwischen Nase und Auge ist der Schlüssel zu der Erklärung. Wir haben einen Tränenkanal. Über diesen Tränenkanal läuft das Tränenwasser vom Auge in die Nase ab. Und bei einem Schnupfen ist dieser Abfluss oft behindert. Das Tränenwasser staut sich etwas hoch. Es führt zu einem vermehrten Tränenansammlung im Auge. Man kann das an diesen glasigen Augen erkennen. Das Tränenwasser enthält Eiweiß. Dieses Eiweiß bildet dann diesen vermehrten Sandmann, speziell nach dem Schlafen. Und es hat auch eine gewisse reizende Wirkung. Deshalb wirken diese Augen beim Augenschnupfen leicht gerötet, diffus gerötet. Ähnlich wie beim Heuschnupfen, bloß nicht so schlimm. Aber es ist vergleichbar. Auch der Heuschnupfen ist nicht ansteckend. Und genau darum geht es mir, dass Sie mit diesem Video lernen, den Augenschnupfen zu erkennen, in Abgrenzung zu der eitrigen Bindehautentzündung. Der Augenschnupfen beeinträchtigt die betroffenen Kinder in der Regel nicht. Manchmal greifen sie zwar vermehrt ins Auge, einfach weil dieser vermehrte Tränenfluss sie stört, aber so einen richtigen Juckreiz macht das nicht, im Unterschied eben zum Heuschnupfen, da sind die Kinder ständig am Reiben. Entsprechend ist die Behandlung eigentlich ganz einfach. Sie müssen immer wieder das Auge mit viel Wasser dann auswischen, wenn sich eben vermehrt dieser Sandmann, diese Eiweißablagerungen gebildet haben. Denn diese Eiweißablagerungen sind organisches Material und damit eine Einladung für Bakterien, sich darin zu vermehren. Also manchmal entwickelt sich daraus tatsächlich dann doch eine eitrige Bindehautentzündung. Die erkennen Sie an einer deutlich stärkeren Rötung und an einem grün-gelb-zähen Sekret, was sich ständig in den Augen befindet. Wenn Sie das bemerken, dann ist der Besuch beim Arzt unumgänglich, denn dann sind in der Regel entsprechende Augentropfen notwendig. Beim Augenschnupfen selbst ist keine spezifische Therapie nötig und auch nicht möglich. Es reicht, das Auge mit einem sauberen, weichen, nassen Lappen auszuwischen. Zum dritten Video über Kopfläuse. Im ersten sprach ich allgemein über die Kopfläuse, was man wissen muss. Im zweiten ging es um, wie erkennt man sie, was macht man, die Therapie. Und jetzt in dem dritten Video geht es darum, kann ich was tun, um Kopfläuse gar nicht zu bekommen, also Vorbeugung von Kopfläusen.